Eigentlich wollte er Architektur studieren, hat sich dann aber doch für den Arztberuf entschieden. Und irgendwann hat ihn der Weg dann nach Weißenfels geführt. Sprich, aus dem Westen in den Osten. Ja, ich bin ein gelernter Wessi es war natürlich aus der Perspektive schon ein wenig skurril, kann man durchaus so sagen. Alle, die hier sitzen, wissen, denke ich, was ich meine. So mein erster Kontakt hier in Weißenfels, das war im Sommer, als ich mir das mal angeguckt habe, auch dachte ich mir, ist ja ganz nett hier, die Bäume schön grün. Und alles hübsch und dann über Naumburg und Eisenach und Weimar und das habe ich mir alles dann mal angeguckt. Und dann kam natürlich der Herbst und der Winter und es wurde hier dann zunehmend trister. Und also ich war mehrfach hier zu Vertragsverhandlungen. Und ja, der Einstand dann hier in einem damals noch kalten Winter, sowas gibt es ja heutzutage nicht mehr, Frost, es waren die Heizungsluft war noch eine andere als heute. Also es war alles ein wenig trist, skurril, auch die Baulichkeiten hat man sich dann etwas näher angeguckt, also nicht unbedingt hier im Krankenhaus, aber in der gesamten Stadt, das Schloss und alles drumherum. Es war dann schon etwas gewöhnungsbedürftig und natürlich auch die Lebenssituation war etwas anders, als ich mir das erwartet hatte. Wieder wie als Student in einem Zimmer unterm Dach hoch zur Untermiete war etwas anders, als man es eigentlich gewöhnt war. Und naja, gut, aber man konnte ja arbeiten. Ja, das hat daraus dann viele Jahre geworden und Sie haben hier in Weißenfels in Asturias doch so allerhand geleistet, aufgebaut, die Urologie. Wie war Ihr Team? Haben Sie allein da gestanden? Ja gut, Team gab es am Anfang keines. Ich war allein, ärztlicherseits zunächst mal, also in einer Abteilung natürlich bekam ich ein Pflegeteam. Die Damen dann auch bestückt mit dem einen oder anderen Herrn waren etwas überrascht, dass sie jetzt Urologie machen sollten. Ich weiß nicht, Elvira, wie freiwillig das Ganze war. Auf alle Fälle, ja, Urologie, was ist das? Keiner wusste es. Dann kommt einer und der will irgendwas und spricht auch noch in einer unverständlichen fremden Sprache, was zu einigen Konversionen geführt hat. Aber wir haben es geschafft, uns hier dann weiter zu verständigen. Und für alle begann dann natürlich erstmal eine Zeit des gegenseitigen Lernens. Für die Schwestern, sie mussten lernen, was macht der Urologe, was macht man nach urologischen Operationen, was macht man in der Vorbereitung, wie läuft das Ganze, was will der eigentlich von mir. Ich musste einiges lernen über die Qualifikationen der Schwestern, über die Ressourcen des Hauses und natürlich auch über die Bedürfnisse der Patienten hier. Es war ein langer Weg, es war ein schwerer, also kein einfacher Weg, so muss man ausdrücken. Es ist stetig gewachsen und heute ist das natürlich namhaft, die Urologie. Und in diesem Jahr war ja dann die Krönung, die Sie ja hier noch mit auf den Weg gebracht haben, der Roboter, Da Vinci. Ja, das habe ich ja ein Lächeln jetzt aufs Gesicht. Sehen Sie das so als Abschluss, so als krönenden Abschluss? Naja, es gibt Dinge, die man mit einem kurzfristigen Horizont betreibt und es gibt Dinge, für die man einen langen Atem braucht. Die Einführung der Robotik gehört zweifelsohne dazu. Das sind zwei Faktoren, die hier zusammenkommen. Das eine ist natürlich die technische Entwicklung insgesamt. Das heißt, welche Medizinprodukte, welche technischen Ausrüstungen werden von Seiten der Industrie zur Verfügung gestellt, in welchen Bereichen will man sich selber auch etablieren und dann natürlich, welche finanziellen Ressourcen stehen zur Verfügung, um solche Systeme auch betreiben zu können. Wir waren auch beteiligt an der Entwicklung von sogenannten semirobotischen Systemen, das ist schon etliche Jahre her, die sich leider Gottes nicht so bewährt haben, beziehungsweise deren Entwicklung dann von Seiten der Industrie wieder storniert wurde.
Und das andere war eben die Schaffung der finanziellen Ressourcen für das System, das sich breit durchgesetzt hat inzwischen. Und das brauchte eben den langen Atem auch, um die Investitionen einem, ich nenne es jetzt mal peripheren Haus wie Weißenfels, hier zu rechtfertigen. In großen Kliniken wird sowas eher etabliert und es war zunächst mal Überzeugungsarbeit auch an der Konzernspitze zu leisten, nicht nur von mir allein, das ist nicht allein mein Werk, dass diese Technologie eine Zukunftstechnologie ist. Und der Druck von Seiten des Marktes, das heißt Konkurrenzsituation mit anderen Häusern, mit anderen Großklinikbetreibern, mit kirchlichen Häusern etc. hat dann dazu geführt, dass sich die Strategie im Konzern auch geändert hat und es plötzlich dann möglich wurde, diese Systeme nicht zunächst in Weißenfels, aber überhaupt zu installieren. Und es hat sich dann gefügt, dass mein Nachfolger, Herr Schumann, der mich jetzt hier im OP auch vertreten darf und kann ja nicht hier sitzen, dass er ein ausgewiesener Da Vinci-Operateur ist und zusammen eben mit dem System hier anfangen konnte. Also er kam mit dem Roboter im Gepäck oder der Roboter hatte ihn mit im Gepäck, je nachdem, wie man es ausdrücken will. Es traf sich und das ist gut so und hat uns die Möglichkeit eröffnet, das System hier auch zu etablieren. Ja, und wie hat ihn Dr. Schumann kennen und schätzen gelernt? Zunächst mal habe ich ihn schätzen gelernt, beziehungsweise schätze ich am meisten seine Verdienste für die Urologie des Burgenlandkreises. Man muss wissen, er hat die Abteilung gegründet vor 20, 25 Jahren hier, ist er hergekommen. Da gab es die urologische Abteilung im Hause noch nicht. Er kam aus Bayern, hat seine Ausbildung in München und in Kempten gehabt und ist dann nach Weißenfels gekommen, was zu diesem Zeitpunkt, naja, durchaus einem gewissen Kulturschock entsprochen haben dürfte. Und er ist geblieben, das muss man ihm schon mal hoch anrechnen. Ich darf das sagen, ich komme ja auch aus der Region. Und er hat die Urologie zu dem gemacht, was sie ist. Und hat hier im Grunde genommen vieles geleistet für die Patienten der Region. Ansprechpartner für die urologischen niedergelassenen Kollegen der Region. Und das ist, denke ich, für die Menschen hier ein unheimlich großer Wert. Im Alltag habe ich ihn kennengelernt als einen sehr offenen, freundlichen, kollegialen Menschen. Tolerant letztendlich auch, insbesondere mir gegenüber. Man muss wissen, dass wir auch jetzt fast 6 Monate parallel quasi gearbeitet haben. Er hat mich akzeptiert und toleriert auf Augenhöhe, was keine Selbstverständlichkeit ist. Wenn man bedenkt, dass er so lange Zeit hier gewirkt hat und die Klinik nach seinem Bild im Prinzip geprägt hat. Und da hat er gar keine Probleme gehabt, mich als jungen Nachfolger jetzt mit gewissen anderen Vorstellungen, manchen Details auch vollkommen zu akzeptieren und auch machen lassen. Und das rechne ich ihm sehr hoch an. Es waren noch mehr in unserer Gesprächsrunde. Das sehen Sie dann in der kommenden Woche in unserem Gesundheitsmagazin Gesund Leben.